Heute habe ich es mal wieder ein wenig übertrieben mit Wasserlachen hüpfen. Aber mit Zeitungspapier geht die Feuchtigkeit ja rasch wieder raus. Übrigens, das ist beim Dämmen ähnlich. Feuchtigkeitstransport im Bauteil funktioniert durch die sogenannte Diffusion, also von warm nach kalt. Erreicht die Lufttemperatur den Taupunkt, entsteht Kondensat. Zellulose hat eine kapillare Leitfähigkeit. Das bedeutet, sie saugt entstehende Feuchtigkeit auf und wirkt so gegen die Richtung der Diffusion. Dadurch wird Zellulose zu einem wertvollen Feuchtepuffer, besonders wenn eine Austrocknung des Bauteils nur raumseitig möglich ist. Bei unbelüfteten Flachdächern beispielsweise oder bei Sanierungen. Und das Beste? Isocell-Zellulose-Dämmung schimmelt nicht und schützt obendrein auch noch angrenzende Bauteile. Gut, oder?